Hallo, ich grüße Sie. Mein Name ist Rian und ich melde mich von der Firma Sockstocks her. Ich habe Ihnen angerufen, aber Sie sind leider nicht drangegangen. Ja, wann haben Sie denn gesagt, wann Sie anrufen wollen? Heute Vormittag. Ja, nee, das kann ja nicht stimmen. Wenn, dann habe ich gesagt nachmittags. Wie finden Sie es? Ja, ich denke, du solltest dir mal einen anständigen Job suchen, wo du die Leute nicht betrügst und ihr Geld. Hallo, ich grüße euch. Vergangene Woche hatte ich ja jemanden am Telefon, der sich nochmal bei mir melden wollte. Der Grund dafür war, weil die Einzahlfunktion auf der Webseite scheinbar nicht so richtig funktioniert hat. Der Typ hat mich dann tatsächlich nochmal angerufen. Aber auch heute war er wieder überfordert, weswegen er mich dann auch wieder an jemand anders weitergegeben hat. Mit dem habe ich dann auch noch eine ganze Weile über seinen betrügerischen Job gesprochen. Viel Spaß mit diesem Anruf. Guten Tag, spreche ich mit dem Herrn Gerold Steiner? Ist am Apparat. Hallo, ich grüße Sie, mein Name ist Rian und ich melde mich von der Firma Sockstocks her. Können Sie sich noch an den Tag erinnern, wo wir Ihr Konto aktivieren wollten? Ah ja, genau, ja. Also wir haben dann damals einen Termin gelassen, aber leider sind Sie nicht drangegangen. Nö, wieso? Wir haben doch gesagt Montag und heute ist Montag. Bitte? Sie haben doch gesagt Montag und heute ist Montag. Ja, ich habe Ihnen vorhin angerufen, aber leider gingen Sie nicht dran. Nö, bei mir hat vorhin nichts geklingelt. Also, ich weiß auch nicht. Ich habe Ihnen angerufen, aber Sie sind leider nicht drangegangen. Ja, wann haben Sie denn gesagt, wann Sie anrufen wollen? Heute Vormittag. Ja, nee, das kann ja nicht stimmen. Wenn, dann habe ich gesagt nachmittags. Ja, stimmt auch wirklich auf keinen Fall. Ich habe euch die Stelle, wo wir den Termin vereinbart haben, hier mal nochmal mit reingeschnitten. Also, übernächste Woche Montag telefonieren. Ja, dann aber auch wieder so eher um welche Uhrzeit hätten Sie? Zeit? Ja, auch wieder so 15 Uhr. 15 Uhr? Ja, meinetwegen. Super. Ich denke, dass hier ganz klar und deutlich zu hören war, dass er mich am Montag so ab 15 Uhr nochmal anrufen soll. So, auf meinem Telefondisplay habe ich was gefunden von 9 Uhr, dass er mich dort angerufen hat. Und als wir gesprochen haben, war es so um die 13 Uhr. Naja, das sind dann auch nochmal ein paar Stunden vor dem eigentlichen Termin. Also ich bin immer noch nicht unpünktlich. Also was will der eigentlich von mir? Termine aufschreiben kann er schon mal nicht. Und den Rest sicherlich auch nicht. Aber ihr werdet es noch hören. Okay, dann habe ich vergessen. Ja, oh. Scheinbar schon. Also, haben Sie jetzt Zeit, ja, um ja. Das weiterzumachen? Ja. Zeit haben ist immer so eine Sache. Zeit nehmen, das würde ich eher so sagen. Denn wenn ich mir Zeit für die nehme, können die sich keine Zeit für einen anderen Betrug nehmen. Okay, also, so wie wir es damals gemacht haben, haben Sie da gesagt, dass es nicht die, also der Weg kommt, mit der Online-Karte zu zahlen, ne? Das hat ja bei Ihnen nicht funktioniert da mit dem Knopf, da war ja immer ein Fehler. Ja genau, das habe ich schon nachgeschaut und da kam, dass Sie mit 50 Euro anfangen wollten, stimmt das? Ja genau, das hatte ich ja erzählt. Ja, tatsächlich, das habe ich ihm die ganze Zeit erzählt, dass ich da einen Fofi einzahlen will und das da auch reingeschrieben habe und dann auch auf Weiter klicken kann. Und ich konnte tatsächlich auch ein Krypto-Wallet auswählen, aber er wollte ja die ganze Zeit mit Visa. Und da er mir scheinbar nicht zugehört hat oder unserer Sprache nicht so richtig mächtig ist, ich denke mal, beides wird der Fall sein, hat er es die ganze Zeit nicht mitbekommen, dass ich eben nur 50 Euro einzahlen will die ganze Zeit. Und deswegen auch sicherlich seinen Knopf nicht angezeigt bekomme, den er sich da vorgestellt hat die ganze Zeit. Tja, zuhören müsste man wohl schon können. So wird das Ganze natürlich nichts. Und deswegen verplempert er ja hier überhaupt das zweite Mal jetzt seine Zeit mit mir. Wegen so einer banalen Sache eigentlich. Ja, aber es ist bei uns so, man kann nicht mit 50 Euro anfangen, sondern ab 250 Euro. Ach so, und warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Bitte? Warum haben Sie das nicht gleich gesagt?
weil ich gedacht habe, dass Sie 250 Euro gesagt haben. Deswegen habe ich Ihnen auch gesagt, dass ich es irgendwie nicht checke, warum es nicht funktionieren sollte. Ich habe ja immer gesagt, dass ich da einen Profi einzahlen will. Ach, bitte? Warten Sie mal ganz kurz. So, und da ging dann der Feueralarm bei mir in der Wohnung los. Also ist nichts passiert, nicht erschrecken. Das war tatsächlich nur ein Fehlalarm hier vom Haus. So, jetzt bin ich wieder dran. Super. Also, wie ich Ihnen erzählt habe, man kann bei uns nur ab 250 Euro, also es gibt drei verschiedene Beträge, es fängt aber an ab 250 Euro, dann 500 Euro, dann bis zu 1000. Mhm. Also die drei verschiedenen Beträge sind bei uns. Ja, dann nehme ich erstmal 250, denke ich mal. Okay, also es ist sowieso Ihre Entscheidung. Mhm. Sie können wählen, was Sie wollen. Also sind Sie jetzt in der Seite drin oder soll ich es Ihnen nochmal per E-Mail schicken? Ich bin jetzt gerade noch nicht in der Seite, aber warten Sie. Ich mache mir gerade einen Kaffee und dann gehe ich wieder an den Computer. Okay. So. So, und wenn ich da jetzt nicht 50, sondern 250 reinschreibe, dann geht es. Theoretisch ja. Also, das haben wir immer gemacht. Ah ja, okay. Warten Sie denn. Jo, keine Sorge. So. Ja, wie heißt denn die Seite? Solidstocks. Buchstabieren Sie das mal. S. Mhm. O. Ja. L. Ja. I. Ja. D. Ja. S. Mhm. T. Ja. O. Ja. C. K. S. Mhm. Und dann? Punkt. Ja. Login. Punkt Login, hm. So, dann gehen wir da mal drauf. Nö, die Seite gibt's nicht. Ja, also es gibt in der Tat die Domainendung Punkt Login. Das ist eine von den neueren Domainendungen. Ja, aber die hat hier wirklich nicht funktioniert auf der Webseite. Es konnte keine Seite gefunden werden. Ich vermute mal, es könnte mit dem VPN zu tun haben, mit dem ich mich hier connecte. Und dass hier die Domain so eingestellt war, dass man eben aus einem anderen Land nicht die Seite erreichen kann. Das Problem werden wir dann nachher noch feststellen oder eben auch hören, dass es tatsächlich Probleme mit dem VPN gibt, allerdings immer erst nach dem Login und nicht schon vorher. Also man bekommt nicht vorher angezeigt, dass man mit einem anderen Land sich gar nicht erst einloggen kann auf dieser Seite. Außerdem ist mir hier aufgefallen, oder grundsätzlich ist mir hier schon ganz oft bei anderen Webseiten aufgefallen, nach denen man eingeloggt ist, sind die Systeme, also euer Profil und die ganze Aufmachung, fast mit allen anderen Webseiten gleich. Das heißt, die Webseite sieht überall nachher, wenn ihr eingeloggt seid, gleich aus. Klar, das Webdesign, also die Optik der Webseite, ist überall ein bisschen anders. Aber das System, was dahinter steckt, also das CMS, also das Content Management System, also diese Plattform, wo man eben seine Daten einträgt und die ganzen Zeilen, Vorname, Nachname, Profil und so weiter, das sieht genauso aus wie von 90% der anderen Betrüger-Webseiten. Das heißt, sie benutzen alle das gleiche System für den gleichen Betrug, aber jedes Mal unter einem anderen Namen. Weiß ich nicht, ob es immer die gleiche Firma ist, ob die alle im gleichen Gebäude sitzen oder ob die einfach irgendeinen Free-CMS für das Ganze benutzen und missbrauchen. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall benutzen fast alle das gleiche System, was hinter dem Betrug steckt. Schon merkwürdig, ne? Also von daher, schon alleine das fällt eben einfach auch auf. Allerdings kann sowas natürlich auch nur dann auffallen, wenn man sich mit solchen Betrugsmaschen eben, wie ich,
beschäftigt und sich auf vielen solcher Webseiten anmeldet oder anmelden lässt oder eben angemeldet wird und man immer wieder damit zu tun hat, wenn ihr damit nur einmal zu tun habt oder vielleicht meinetwegen auch noch ein zweites Mal, dann fällt euch sowas ja nicht gleich auf, dass die Webseiten alle die gleiche Aufmachung haben. Das kommt halt erst, wenn man davon schon so einige Webseiten gesehen hat. Na, also jemand, der gerade betrogen wird, der recherchiert ja nicht die ganze Zeit und kennt sich mit diesen ganzen Betrüger-Webseiten überhaupt aus. Okay, dann versuchen Sie solidstocks.cc. .cc. Ja, und die Domainendung .cc an sich ist die auch wieder nichts Schlimmes. Allerdings erregt die jetzt nicht gerade Vertrauen für eine Handelsplattform. Ich meine, ich rufe aus Deutschland an, beziehungsweise der Typ ruft mich in Deutschland an. Und die .cc-Seite ist auf jeden Fall keine deutsche Domainendung. .cc ist die länderspezifische Top-Level-Domain zur politischen Angehörigkeit von Australien, also Kokosien. Also es hat irgendwas mit Inseln zu tun, wo diese Domain hingehört. Und ja, also weiß ich nicht, was man da oder warum man solch eine Domainendung für eine deutsche Plattform hat. Also ich weiß es nicht. Ich meine, gut, die Seite gibt es auch auf verschiedenen Sprachen, aber ja, was soll ich mit den Kokosinseln in Deutschland? Das, also die Verbindung ist mir irgendwie nicht klar. Und warum benutzt man so eine äußerst komische Domainendung? Ist mir absolut schleierhaft, warum die keine seriösen Domainendungen benutzen. Und sowas wie .cc wird ja meistens für illegales Plattformstreaming oder so benutzt oder mehr oder weniger sogar missbraucht. Und ja, also total komisch, dass man jedes Mal bei diesen illegalen Webseiten auch komische Domainendungen hat. Schon alleine das ist auch wieder ein Indiz für den Betrug. Muss es aber nicht sein. Die Domain an sich ist natürlich jetzt nichts Schlechtes. So, da muss ich das nochmal reinschreiben. So, jetzt sucht er erstmal wieder. Okay. So, ja genau, jetzt habe ich ja so eine blau-gelbe Seite. Super, Herr. Also, kommt es nochmal, wo Sie den E-Mail und den Passwort schreiben können, oder kommt es gleich da, wo wir es sozusagen gestoppt haben? Jetzt muss ich mich erstmal einloggen. Okay, machen Sie das bitte. Ja, warten Sie. Dann gehe ich jetzt hier auf Login. So, dann meine E-Mail-Adresse sicherlich. So. Wie war denn das Passwort? Wie bitte? Wie war denn das Passwort? Ihr Passwort? Mhm. Können Sie sich an das Passwort nicht mehr erinnern? Ne, da hatten Sie ja, glaube ich, irgendeins erstellt. Ja, genau, aber da haben Sie dann Ihren eigenen Passwort erstellt. Also es war mindestens mit 8 Buchstaben, also eine große Buchstabe, eine kleine. Also wenn das nochmal nicht funktioniert, dann kann ich jetzt für Ihnen nochmal eins machen. Ja, ich gucke mal erstmal nochmal durch hier, ob meine Passwörter funktionieren, die ich mir so aufgeschrieben habe. Okay. Jetzt steht hier irgendwas. Probieren Sie das. Wenn nicht, dann können wir es anders versuchen, ist kein Problem. Das lädt hier irgendwie noch, dauert alles immer ein bisschen. Jetzt steht hier irgendwas mit Sing in und dann dreht sich da so ein Kreis an. Jetzt habe ich hier wieder irgendwas You treat to sing up from retiction country. Nochmal bitte? Hier steht jetzt irgendwas auf Englisch. You treat to sing up from a retiction country. Also nachdem Sie den E-Mail und den Passwort geschrieben haben, haben Sie dann auf Sync in geklickt? Ja. Ja, da sieht man einfach wieder nur, dass die Betrüger keine Ahnung von ihren eigenen Webseiten haben. Da steht auf Deutsch übersetzt, dass ich die Verbindung aus einem falschen Land aufbaue.
Das kommt zustande, weil ich den Tor-Browser dafür benutze und zwei ineinander verkettete VPN-Tunnel als Hardware-Gerät, die eben eine sichere Verbindung ins Internet herstellen und dafür sorgen, dass meine IP mehr als verschleiert wird und die mich eben darüber nicht bekommen können. Ist eine ziemlich technische, aufwendige Lösung, aber sollte man machen, wenn man solche Videos produziert, dass man eben von den Betrügern tatsächlich nicht noch irgendwie gehackt wird oder, ja, ich meine, letztendlich sind die ja schon ein bisschen angesauert mit dem, was ich so mit denen anstelle, deren Zeit mopse und, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Und da sollte man auf jeden Fall aufpassen, was man da tut. Und das tue ich ja auch in dem Fall, oder nicht nur in dem Fall, sondern eigentlich immer. Und ja, ich wähle mich jetzt über verschiedene Knotenpunkte im Internet ein und lande irgendwo in irgendeinem Land und rufe aus diesem Land die Webseite auf und nicht von meinem Rechner zu Hause aus. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und aus diesem Land ist einfach der Login gesperrt. Das heißt, ich komme einfach da nicht rein auf die Webseite. Das Problem an der Geschichte ist, das ist auch wieder absolut unprofessionell. Normalerweise müsste mir die Webseite, wenn sie halbwegs seriös programmiert wurde, schon vorher anzeigen, du pass auf, du wählst dich jetzt hier, was weiß ich, aus Russland ein und ja, hier hast du keinen Zugriff, weil die russischen Behörden das nicht möchten oder eben hier Trading nicht erlaubt ist oder bla bla. Und dadurch, dass der Tor-Browser das hier automatisch macht, sieht man erstmal nicht aufs Erste, über welches Land man sich verbindet. Und ja, jetzt versuche ich mich hier einzuloggen und es geht natürlich nicht, weil ich über ein Land komme, das eben nicht zugelassen ist und worauf man oder ja, wo man sich nicht drüber verbinden darf auf die Webseite. Ja, und das Problem an der ganzen Geschichte ist genau genommen, dass ich erst nach dem Login, also nachdem ich mir schon die Mühe gemacht habe, mich jetzt hier anzumelden, erst danach wird mir angezeigt, ey, pass auf, du kannst dich hier nicht anmelden. Könnte man technisch auf jeden Fall auch so regeln, dass ich es vorher schon angezeigt bekomme, bevor ich mir überhaupt Mühe mache. Tja, aber das wird wohl technisch zu aufwendig gewesen sein, also hat man es da einfach mit in das Login-Skript mit reingewurstelt, anstatt dafür eine extra Abfrage zu machen, währenddessen ich die Webseite besuche, also das erste Mal aufrufe. Könnte man ja auch schon eine Info anzeigen. Ich meine, technisch kein Hit, aber naja, man will sich ja keine Mühe geben, wenn man hier solche Betrugsmaschen durchzieht und schnell fertig werden. Und wie ich euch ja schon erzählt habe, die Basis von diesem ganzen Web-Template ist ja immer fast das gleiche bei allen und nur die Optik ist ein bisschen anders. Tja, und das ist halt, ja, man macht sich halt eben keine Mühe, ne? Man nimmt halt überall das gleiche CMS, also die gleiche Grundstruktur von der Webseite, und bügelt da halt nur ein bisschen andere Optik drauf, damit man eine neue Betrugsmasche damit durchziehen kann. Und das war's dann letztendlich auch schon. Und demzufolge kommen dann natürlich auch jede Menge Programmierfehler zustande oder dass irgendwas gar nicht erst eingebaut wird, weil die es halt auch nur benutzen und nicht selber programmieren. Tja. Sind Sie dann weitergekommen? Na nee, da habe ich ja die Fehlermeldung gerade vorgelesen. Da geht's ja gar nicht erst rein. Also der sagt nicht, dass das Passwort falsch ist, der sagt da irgendwas anderes auf Englisch. Also versuchen Sie es nochmal bitte. Ja, dann steht da wieder, you treat to sing up from a reduction country. Das Passwort, was ich hier verwende, funktioniert tatsächlich. Ich habe es mir das letzte Mal mit aufgeschrieben, da ich hier schon mein eigenes Passwort mittlerweile vergeben habe. Natürlich wie immer ganz unseriös, Sonderzeichen funktionieren nicht, aber ihr wisst ja, ich schreibe mir alles auch immer schön auf, dass ich alles eben auch nochmal nachvollziehen kann, was ich da überhaupt gemacht habe. Und in diesem Fall war das Passwort definitiv richtig. Ich habe auch die Fehlermeldung dazu nicht angezeigt bekommen, dass mein Passwort falsch wäre, sondern eben die Meldung, dass ich aus diesem Land, wo auch immer ich mich gerade befinde, eben nicht einloggen kann. Tja, aber es begreift er irgendwie nicht und dauert auch nicht lange. Dann holt er natürlich noch Unterstützung, weil er selbst wie immer zu intelligent ist, um das selbst zu lösen. Oder retracted oder irgendwie sowas. Also Herr, checken Sie bitte, ob Ihr E-Mail richtig ist oder der Passwort. Ja, ist richtig eingegeben. Also der sagt ja auch nicht, dass die Daten... Ja, ja. Und der sagt ja auch nicht, dass die Daten falsch sind. Da steht halt nur irgendeine komische Meldung. Schon wieder kaputt Ihre Seite. Ganz kurz. Ich schaue ganz kurz bitte. Tja.
Wenn man bloß 250 Euro einzahlt, ist wohl Intelligenz zu viel verlangt. Da muss so ein Mitarbeiter natürlich nicht wissen, wie die Webseite funktioniert. Ich meine, wir reden ja nur von 250 Euro. Die Härte ist eigentlich, die arbeiten jeden Tag und den ganzen Tag mit der Webseite. Und naja, die müssten doch echt wissen, was die Webseite so für Meldungen ausspuckt. Ich meine, versetzen wir uns mal in die Lage von so einem Betrüger-Callcenter. Man bekommt doch da eine Schulung und vielleicht auch irgendeine Mappe mit Unterlagen. Und da steht doch dann drin, was passieren könnte, wenn der Kunde das und das macht. Aber, tja, ich weiß es nicht. Also, was sie da für Leute hinsetzen und unter welchen Bedingungen die da arbeiten. Aber, naja, auf jeden Fall ist es alles schon echt merkwürdig. Die wissen wirklich nicht, wie ihre eigene Webseite funktioniert und haben keine Ahnung, was da so für Meldungen ausgespuckt werden. Also ganz ehrlich, wenn ich im Handel arbeite und das EC-Gerät funktioniert nicht und da kommt irgendeine Fehlermeldung, dann weiß ich doch als Verkäufer, was diese Fehlermeldung zu bedeuten hat und was man dagegen tun kann, damit die Zahlung funktioniert oder was man eben als nächstes macht. Oder wenn ich bei einer Bank arbeite und telefoniere mit einem Kunden am Telefon und will ihm jetzt irgendwas verkaufen, also legal, und da kommt irgendeine Meldung, dann frage ich auch nicht nach Anydesk oder irgend so einen Scheiß, sondern weiß einfach, auch wenn der Kunde mir eine Fehlermeldung vorliest, was die zu bedeuten hat. Und wenn ich es nicht auswendig weiß, dann weiß ich, wo ich nachgucken kann, damit ich es dann eben sagen kann, was es für ein Problem sein könnte und damit wir das Problem auch gelöst bekommen. Tja, aber das ist ja einfach alles viel zu viel verlangt. Tja, irgendwie ist das merkwürdig hier bei Ihnen. Naja, genau, ich glaube, das war ja hier auch die Seite, wo man auf Deutsch klicken kann, so viel wie man will, und da kommt nichts auf Deutsch. Ja, genau, das war die denglische Webseite. Wenn man auf Deutsch geklickt hat, kam so ein bisschen Deutsch, aber mehr Englisch als Deutsch und alles ein bisschen miteinander vermischt. Außerdem ist das hier auf der Webseite so, der Login, also im Vergleich zu gestern, ist nicht ganz nackig. Das heißt, die Webseite ist nicht weiß. Es sieht auch nach einer Trading-Plattform aus, also eine Plattform, auf der ich eben auf der Börse handeln kann. Wenn ich mich dann allerdings einlogge, ist davon kaum noch was zu sehen. Ich habe letztendlich nur noch ein Profil, das gleiche übrigens wie gestern von einer anderen Firma. Und eigentlich kann ich da nur einzahlen, sehen. Kann ich da überhaupt nichts. Ich meine, ich habe die Seite jetzt hier auch gerade noch offen und wenn ich jetzt auf Trading klicke, dann steht hier Trading-Account, dann kann ich dann nochmal einen Account anlegen. Wozu? Ich habe doch hier gerade schon einen Login. Warum muss ich jetzt noch einen zusätzlichen Trading-Account anlegen? Ich kann es euch auch sagen, hier könnte man theoretisch technisch einen Account zu einer legalen Handelsplattform hinterlegen und den miteinander verbinden. Würde bedeuten, ich könnte handeln. Das Problem ist nur, wenn ich Geld auf dieser Seite hier einzahle, dann ist das Geld aber nicht auf der Handelsplattform. Das sind ja dann auch wieder verschiedene Webseiten. Ja, und da nutzt man hier halt den Trick, dass man einfach die Kohle abgreift und naja, dann ist es halt weg, ne? Kann sich der Chef halt wieder einen schönen Ferrari kaufen. Das war's dann aber auch schon. Ihr werdet da auf jeden Fall nicht mit handeln können. Dass man hier überhaupt eine seriöse Plattform hinterlegen kann, ist tatsächlich wieder so ein Indiz dafür, dass es sich hier einfach um ein fertiges Webskript handelt. Es gibt, also mittlerweile ist es nicht mehr ganz so vertreten, aber als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, reden wir mal so ungefähr von den 2000er Jahren, da gab es ganz, ganz viele Webseiten, wo man sich so ein eigenes Forum irgendwo kostenlos downloaden konnte und da war dann halt nur der Copyright-Hinweis vom Hersteller drin. Man könnte dann noch eine Lizenz kaufen, um zum Beispiel den Copyright-Hinweis eben zu entfernen. Und was anderes ist das hier scheinbar nicht. Die Betrüger scheinen hier eine frei verfügbare Software zu benutzen, die tatsächlich funktionieren könnte. Und man missbraucht das System hier. Also ist die Frage, hat man das hier irgendwann mal selbst programmiert als Betrüger oder ist die Software wirklich irgendwo frei verfügbar zum Kaufen oder meinetwegen auch gratis, ist ja auch völlig wurscht. Aber das System, womit man jetzt hier arbeitet, das ist ein fertiges System. Und die Betrüger scheinen sich halt wirklich auch nicht die Mühe zu machen, da groß was dran zu ändern. Die Seiten sehen alle gleich aus. Das Einzige, was sich halt immer wieder ändert, ist halt die Optik der Webseite, also eben das Webdesign. Und die eine macht es halt eben ganz in weiß und die andere, die passt es wenigstens ans Thema an, dass es noch nach Trading aussieht. Und diese Optik hier vom
Trading, also dass ich die Webseite eben so gestalten kann, das kann man sich ja theoretisch auch noch kostenlos runterladen oder eben wie meine Fotos aus den Videos, eben gratis Stockbilder. Vielleicht meinetwegen hat man auch noch irgendwie einen Webdesigner beschäftigt und dem halt noch ein paar hundert Euro in die Hand gedrückt. Das Geschäft muss auf jeden Fall boomen, weil sonst würde es so viele Seiten davon nicht geben. Ist immer noch auf Englisch. Ah ja, jetzt haben wir wieder das Denglische. Dann gebe ich mal hier nochmal meine E-Mail-Adresse ein. Also, genau, geben Sie nochmal das bitte ein und dann lesen Sie es mir bitte nochmal vor, was auf Englisch kommt. Ja, jetzt drücke ich nochmal. Ich habe jetzt nochmal auf Deutsch gestellt bekommen. Mal gucken, ob das jetzt auch auf Deutsch da steht. Ah ja, jetzt haben wir auch eine deutsche Fehlermeldung. Da steht, Sie haben versucht, sich von einem nicht zugelassenen Land aus anzumelden. Machen Sie keine Sorge, ganz gut. Ja, und nu? Kommen wir da nicht Können rein? Sie sich noch daran erinnern, um was es geht? Wie meinen Sie jetzt die Frage? Also, das hat quasi mit Online-Handeln zu tun. Ja, na, das ist ja richtig. Und da habe ich Ihnen schon das letzte Mal gesagt, dass die Seite kaputt ist und auch nicht richtig übersetzt. Und jetzt haben wir das gleiche Problem. Und jetzt kann ich mich nicht mal anmelden, weil er sagt, ich habe mich angeblich von einem nicht zugelassenen Land aus angemeldet. Okay, wir können das durch einen anderen Weg suchen. Also, es ist per Anydesk. Nö, Anydesk nicht. Bitte? Nein, Anydesk nicht, da muss ich erst eine VM aufsetzen, da habe ich gerade keinen Bock zu. Ja, und hier hört man wieder wunderbar, dass der Betrüger gar nicht zuhört, weil ich habe ihm gerade gesagt, da müsste ich jetzt hier eine VM aufsetzen und da habe ich gerade keinen Bock zu. VM ist die Abkürzung für virtuelle Maschine. Das heißt, dass ich auf meinem PC einen virtuellen PC drauf installiere und in einem kleinen Fenster eben einen neuen PC starten kann. Also tatsächlich ein richtiges Betriebssystem hochfahren kann. Ja, und habe ich ihm ja gesagt, habe ich gerade keinen Bock zu. Hat auch gerade was damit zu tun, dass ich damit noch nicht ganz zurechtkomme. Die Installation von solchen virtuellen Maschinen ist manchmal so ein bisschen tricky, zumindest hier auf meinem Rechner gerade. Aber vielleicht gibt's das auch irgendwann mal noch auf meinem Kanal zu sehen, dass ihr eben nicht immer nur so ein Standbild habt, sondern dass man vielleicht auch mal irgendwas sehen kann. Dann könnt ihr die Betrüger tatsächlich auch mal auf meinen Rechner lassen. Schrägstrich ist natürlich dann nur ein gefakter Rechner mit ein bisschen Inhalt drin, dass es nach einem echten Rechner aussieht. Und ja, genau. Also da könnte ich Ihnen schon besser helfen. Warum? Ich meine, ich sehe ja hier die Seite, wo ich mich einloggen soll und es geht halt nicht. Ich lese ja sogar die Fehlermeldungen vor. Müsstest du doch denn was mit anfangen können, wenn du mir ja helfen willst. Da brauchst du doch kein Anydesk. Ja, und genau so sieht's aus. Ich meine, wozu braucht ihr Zugriff auf meinen Rechner, um mir dabei zu helfen? Ich meine, ich lese ihm doch schon die ganze Zeit die Fehlermeldungen vor. Und das, ja, also warum? Macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, was will der auf meinem Rechner? Dabei zugucken, wie ich meine Login-Daten eingebe und die Fehlermeldung kommt, dann sieht er ja auch nicht mehr, als ich ihm hier gerade vorlese. Da sind wir einfach wieder bei dem Thema, dass sie gar nicht wissen, wie ihre eigene Webseite so richtig funktioniert. Nutzen Sie vielleicht ein VPN, Herr? Ja, natürlich. Ich meine, ich melde mich doch hier nicht auf solchen Seiten an ohne VPN. Ja, also deswegen geht das nicht. Ja, dann muss ich halt mal... Ich kann ja mal ein anderes Land auswählen, Moment. Ja, also weil... Ja, aber das, ohne dann könnte VPN da ja die, geht das schon, aber mit VPN geht das... Nee, wie gesagt, ohne VPN melde ich mich auf so einer Seite nicht an. Aber ich kann ja mal ein anderes Land auswählen, aber ich finde, das könntet ihr dann noch vorher anzeigen und nicht erst nachdem man seine ganzen Daten da eingetragen hat. Das ist ja nervig. Wenn ich dann hinterher dann die Meldung kriege, dass es nicht geht, dann kann man es doch vorher sagen. Ja, genau so sieht's eben aus. Man kann das Ganze technisch vorher lösen, aber da dann nur Flachpfeifen arbeiten, hat da keiner die Möglichkeit, irgendwas zu programmieren. So ist es halt, wenn man irgendwelche fertigen Systeme benutzt und sich damit überhaupt nicht auskennt. Dann kriegt man halt eben erst nach dem Login angezeigt, dass man aus dem falschen Land kommt. Super.
Okay, ganz kurz. Ich werde Ihnen kurz mit meinem Finanzberater verbinden. Der wird Ihnen dann weiter und besser helfen. Na, und der kann das dann besser als Sie, oder wie? So, und jetzt beginnt die absolute Märchenstunde, wo ich gleich wieder jede Menge Blödsinn zu hören bekomme, warum es jetzt hier nicht funktioniert und warum man sich nicht aus einem anderen Land verbinden kann. Aber hört selbst. Ach scheiße, jetzt habe ich die Seite gar nicht mehr. Ja, hallo, Herr Steiner. Ja, hallo. Bin aber parat. Wie geht es Ihnen heute? Ja, geht so. Der Kollege kriegt ja hier nichts gebacken. Zum zweiten Mal nicht. Verstehe ich. Also, Herr Steiner. Sie sollen verstehen, dass die Plattform, wo Sie einloggen werden, es braucht Ihre richtige Adresse und alles, ja? Weil am Ende des Tages, Sie werden es mit Ihrem Personalausweis das überprüfen. Und wenn Sie VPN nutzen für die Plattform, dann würde es nicht nehmen. Ja, genau. Also, weil ich mich über ein anderes Land verbinde, hat das auch irgendwas mit meinem Personalausweis zu tun. Also, absoluter Quatsch. Wenn ich mich über einen VPN verbinde, klar, dann komme ich in der Regel über ein anderes Land und verschleiere damit meine IP-Adresse, also die öffentliche Adresse von meinem Rechner. Und nutze halt eben lauter fremde IP-Adressen, die dafür eben gemacht sind, damit man sie eben auch benutzen kann. Und man kommt dann halt eben aus einem anderen Land. Aber was das jetzt mit meinem Personalausweis zu tun hat, ist mir schleierhaft, aber es wird auf jeden Fall noch ein bisschen witziger, seine ganzen Ausreden und Erfindungen dazu. Hey. Na, was ist denn das für ein Blödsinn? Jede seriöse Seite geht auch mit dem VPN. Das ist Sicherheitssystem, Herr. Ja, das ist ein Sicherheitssystem, weil so könnte auch jemand anderes Ihr Konto öffnen. Aber wenn Sie Ihre Location haben, ja, Ihre Sitz, dann Sie sind der Einzige, das Zugriff auf diesem Konto ist. Nee, das wäre kompletter Quatsch. Genau, und das ist auch kompletter Quatsch. Was hat das mit Sicherheit zu tun, dass ich mich von meiner eigenen IP-Adresse einwähle? Also die IP-Adresse ist doch nur eine IP-Adresse, die hat ja nun wirklich gar nichts mit Sicherheit zu tun. Das ist einfach nur ja, der Login-Knoten, mein Rechner. Also ja, und wenn ich halt über eine fremde IP reingehe, dann hat das ja nichts mit Sicherheit zu tun. Also für mich schon, weil ich letztendlich mich damit schütze und mir nichts passieren kann. Aber das ganze Gespräch hier geht auch noch knapp 8 Minuten weiter. Also es wird auf jeden Fall immer haaresträubender noch. Das hat ja mit einem VPN nichts zu tun. Ja, es hat schon mit dem VPN zu tun, Herr. Ich weiß es schon. Das ist nicht das erste Mal. Ja, aber eure Webseite ist doch kacke. Die müsst ihr doch bevor ich mich anmelde, anzeigen, dass es nicht geht. Und nicht nachdem ich mich anmelde. Also es geht schon, aber einfach ohne VPN. Ja gut, aber... Brauchen Sie unbedingt den VPN? Ja natürlich, weil ich melde mich doch nicht bei Betrüger und Kriminellen mit meinen echten Daten an. So, dann gehen wir mal in die heiße Phase über. Und die heiße Phase geht tatsächlich auch noch weitere 7 Minuten hier so weiter. Verstehe. So, Sie heißen auch vielleicht kein Gerold Steiner, oder? Ja, genauso wie Ihr Name nicht stimmt, den ich nicht verstanden habe. Verstehst. Payne war mein Name, Herr Toby Payne. Ja, genau. Und deswegen haben sie dann auch so einen ausländischen Akzent, logisch. Ja, genau. Absolut so. Logisch. Ja. Okay. Also, es ist wieder eine wunderbare Bestätigung dafür, dass ihr einfach nur kriminell und Abzocker seid. Es hat nicht mit kriminell oder Abzocker zu tun, aber sowieso. Ich verstehe, dass sie nicht sicher sind, weil am Ende des Tages, ich bin einfach eine Stimme in ihr Handy, ja? Nö. Aber ich möchte nicht, dass Sie auf unser Wort glauben oder so. Sie werden selbst den Sicherheitssystem und alles schauen. So, wenn Sie möchten, wir können auch das durch Binance machen. Wir arbeiten mit Binance, wir arbeiten mit Paybiz, mit irgendwelcher Handelsplattform, das Sie möchten. Genau, das habe ich euch ja schon erzählt, dass man hier auf deren Webseite Konten verknüpfen kann. Und er nennt jetzt hier Binance, also er hat Binance ausgesprochen. Binance ist tatsächlich meines Wissens nach eine sehr seriöse Webseite. Also mir ist da zumindest noch nichts Kriminelles über die Füße gefallen. Und Binance ruft aber auf jeden Fall auch die Kunden nicht an. Was jetzt hier darauf deutet, dass man wieder nur Provision bekommt und also zumindest, wenn man das Konto dort anlegt. Da ging es aber vorher auch gar nicht darum. Vorher sollte ich ja schließlich nur bei denen mein Geld aufladen. Das heißt, wenn ich da mein Geld auflade, dann wäre es weg. Und damit ich jetzt noch in der Leitung bleibe und man vielleicht doch noch was von mir holen kann, versucht das mit seriösen Firmen wie eben zum Beispiel Binance.
Dann würden sie wahrscheinlich nicht mehr so viel an mir verdienen, aber sie würden auf jeden Fall die Provision verdienen, dafür, dass sie mich geworben haben. Und naja, das werde ich auf jeden Fall auch wieder zum Melden benutzen und das an den entsprechenden Stellen weitergeben. In dem Fall werde ich das Ganze natürlich auch an Binance melden, weil so, also mir wurde ja die Seite buchstabiert, wer die sind. Und höchstwahrscheinlich, ich meine, ich weiß es nicht, wie das nachher denn da funktioniert, ob Binance damit was anfangen kann, aber vielleicht werden sie sich darüber freuen, dass jemand das mal meldet und was da eben so getrieben wird mit diesen Affiliate-Accounts, so kann man das auch nennen. Vielleicht auch noch ganz kurz zur Erklärung, ein Affiliate-Account ist nichts anderes als, ich bin dort registriert, als eine Art Partner. Und wenn ich dann jemanden in das Programm mit einlade, dann bekomme ich eine kleine Provision. Noch ein kleines Beispiel. Ich habe in der Tat tatsächlich ein echtes Binance-Konto. Nicht zum Traden und auch nicht für Aktien, sondern für ETFs. Ist nochmal eine andere Geschichte, gehört nicht zum Kanal. Aber dementsprechend kenne ich Binance. Für Finanzgeschäfte tatsächlich auch. Als ich mich dort angemeldet habe, habe ich nie einen Anruf von denen bekommen. Und auch die Registration bei denen hat tatsächlich mit Postident funktioniert. Beziehungsweise in dem Fall nicht mit Postident, sondern es wurde eine andere App dafür genutzt, ist aber vom Prinzip her auch das gleiche und auch egal. Man hat auf jeden Fall nicht darauf bestanden, dass ich irgendwas per E-Mail durch die Gegend schicken muss. Und ich wurde auch, wie gesagt, nicht einfach angerufen. Also ich habe mein Binance-Konto da, habe da was gemacht und habe mich auch die erste Zeit gar nicht drum gekümmert, sondern habe mich wirklich nur registriert und ich habe keinen Anruf von dem bekommen. Und da habe ich mich mit meinen echten Daten angemeldet. Tja, und das macht halt eben auch diesen Riesenunterschied zu den Betrugswebseiten aus. Denn die rufen euch immer an, um nochmal mit Nachdruck das Geld zu bekommen, wenn ihr es nicht schon ohnehin von allein eingezahlt habt. Um dann festzustellen, dass man mit dem Geld überhaupt nichts machen kann. Es ist einfach weg. Möchten Sie mit Binance weitermachen? Sie kennen schon Binance, ja? Alle kennen Binance. Ich habe auch Ihren Namen gehört. Ich denke mal, der wird ja dann auch mit Binance in Verbindung zu bringen sein, bei Binance. Ich werde Sie da auf jeden Fall melden, dass Sie Leute abzocken und betrügen. Weil das kann ja nicht sein, dass Sie seriöse Plattformen missbrauchen, um Provisionen zu kassieren. Sie kennen uns nicht, ja? Sie haben bei uns bis jetzt überhaupt keine Erfahrung. Nee, aber oder? Das, was ich gesehen habe, zeigt mir, dass es Betrug ist. Und Was haben Sie gesehen? Sagen Sie mir. Ja, erstmal eure komische Webseite, die absolut unseriös aufgebaut jemand, ist. Jemand, das kommt bei mir mit einem falschen Namen. Er sagt, ich nutze VPN, weil ich möchte nicht, dass Sie das wissen. Ja, dein Name ist doch selber fake. Und Sie sagen dann zu mir, dass ich bin ein Betrüger. Ja, ganz genau, weil du heißt garantiert nicht Tobi. Ich komme dran mit meiner Handynummer. Also mit Wenn ihr seriös wärt, dann könnte ich auch eure Telefonnummer zurückrufen und das funktioniert schon mal nicht. Das ist übrigens auch illegal. Das funktioniert nicht, weil wir arbeiten durch Leitungen, damit Sie kein Gebühr einzahlen ja für diese Telefonat. Das ist ja absoluter Schwachsinn. Das ist illegal. Illegal ist das. Wir sind Ansprechpartner. Es ist illegal, wenn ihr mit einer Rufnummer anruft, die gespooft ist. Das ist absolut strafbar in Deutschland. Also, wenn Sie Ihre Berater bekommen, dann bekommen Sie eine persönliche Nummer. Ja, ist ja Sie Quatsch. Sie brauchen nicht eine persönliche Nummer für wenn einen Wenn ich meine Kohle bei euch eingezahlt habe, ist die weg und es meldet sich keiner mehr. Hören Sie mir ganz kurz zu. Weil du hörst doch selber nicht zu. Aber kennen Sie nicht. Weil Sie können nicht einfach bei mir kommen und sagen zu mir, ich bin ein Betrüger, okay? Sie können mir nicht, ich kann Ihnen auch nicht. Und ich sage Ihnen das, ja, ich habe Ihnen schon gesagt. Sie können nicht einen Ansprechpartner anrufen, weil der immer in Gespräche ist, oder Sie? Ja, aber das spielt ja keine Rolle, dann geht Callcenter dran. Ja, ich spreche hier. Nach ist ja schön, dass du da deinen Scheiß runterratterst, aber das ist ja alles gelogen. Nach Ihrer Kontoaktivierung bekommen Sie eine persönliche Nummer von Ihrem Berater. Das ist Blödsinn. Eine Nummer von Ihrem Ansprechpartner brauchen Sie nicht. Das ist Blödsinn. Ja? Es ist alles gelogen. Wenn ich mein Geld eingezahlt habe, meldet sich nie wieder einer. Es gibt von euch keine Kontaktdaten. Das ist einfach Betrug und illegal. Schon alleine, dass ihr mit einer gespuften Rufnummer anruft, ist illegal. Oh, Mann. Okay, bitte, Herr Steiner. Ihr seid einfach eine Betrüger- und Abzockerfirma, mehr nicht? Wir haben bis jetzt 17 Minuten von mir verloren. Okay? Ja, und das letzte Mal eine Stunde. Sagen Sie mir einfach,
Möchten Sie eigentlich Ihr Konto aktivieren oder nicht? Also da zweifle ich jetzt wirklich an der Intelligenz. Also ganz ernsthaft. Warum möchten Sie einloggen auf die Seite? Warum möchten Sie unsere Plattform schauen, wenn Sie bei uns nicht glauben? Das ja, verstehe ich nicht. Na, das habe ich dafür, damit ich das den anderen Leuten auf YouTube zeigen kann, damit keiner auf eure Abzockmasche reinfällt. Aber ich war ja bei euch schon eingeloggt. Bitte machen Sie alles, ja? Ja. Es ist Ihre Entscheidung. Ganz genau so sieht es aus. Einfach. Ich würde einfach auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, dass du dir mal einen anständigen Job suchst. Bitte machen Sie alles. Soll ich Ihnen nochmals meinen Namen sagen, damit Sie das zu der Polizei auch geben können? Ja, das wissen wir ja, dass das nichts bringt. Soll ihr sitzt im Ausland. Ja, Soll ich es buchstabieren? Brauchst du nicht, habe ich alles auf Band. Es ist eh Quatsch. Man kann euch gar nicht erreichen, weil ihr im Ausland sitzt und mit einer gespooften Rufnummer Nein, anruft. Nein, nur bei meinen Ansprechpartners Nummer habe ich gesagt. Ja, das ist, was Sie nicht hören, weil Sie denken, Sie sind schlau. Sie denken, alle Unternehmen sind die gleich, aber Sie wissen eigentlich Scheiße. Sie wissen nichts. Ich weiß nur, dass ihr Betrüger seid. Weil Sie sind alt und dumm. Haben Sie das verstanden? Das ist aber nett. Das hört man auch immer nur von den Betrügern. Ja, ich war nett bis ein Punkt, dass Sie mein Unternehmen beschweren für nichts. Sie haben überhaupt keine Erfahrung bei uns und Sie labern einfach. Ja? Ja, genau. Aber ich weiß es ja alles. Über keinen scheißen Grund. Weil Sie haben überhaupt keinen Grund. Habe ich nicht. Doch, habe ich eigentlich schon, weil ihr die ja, Leute abzockt. Ja, genau. Dann Munde zu und hören Sie. Ja, ich nicht mache Mund zu. Alle Unternehmen sind gleich. Nicht alle. Habe ich ja auch nicht gesagt. Es ist mir egal, was für eine Erfahrung Sie bevor hätten. Ja, möchte ich auch nicht wissen. Aber wenn Sie mit uns arbeiten möchten, es würde uns freuen, Ihnen zu helfen. Wenn nicht, dann verpiss euch. Ja, und bleiben Sie gesund. Das spricht natürlich auch immer nur ein seriöses Unternehmen so, ganz genau. Wie finden Sie es? Ja, ich denke, du solltest dir mal einen anständigen Job suchen, wo du die Leute nicht betrügst und ihr Geld. Sehr gut, also machen wir so. So, verschwenden Sie nicht meine Zeit mehr, habe ich eigentlich nicht mehr Zeit für Ihnen. Das letzte Mal hatten wir ja es schon über eine gut, Stunde. Es wurde gut, mit Sie zu sprechen. Ich hätte ein paar negativen Sachen und ich möchte irgendwo sprechen, so danke sehr, dass Sie mir gehört haben, ja. So, als schon gesagt, ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Tag und bleiben Sie gesund. Wenn Sie Ihre Meinung schon haben, dass Sie mit uns arbeiten möchten oder mit irgendwelchen Unternehmen, die Betrüger sind, dann schicken Sie uns gerne ein E-Mail, ja? Das geht ja auch technisch nicht, kommt ja nicht an bei euch. Es kommt schon, machen Sie keine Sorge. Ich Ach, werde komisch. Ihnen von meiner persönlichen E-Mail eine E-Mail senden. Na, dann schick mir mal eine E-Mail, da bin ich drauf gespannt. Ja. Sehr gut. Ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Tag, Herr. Bleiben Sie gesund. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Ja. Danke sehr. Gleichfalls. Jo. Tja, mit dem hatten wir auf jeden Fall unseren Spaß. Er hat sich ja selbst noch ein bisschen Zeit geraubt. Und das auch nicht wenig, um ehrlich zu sein. Naja, auf jeden Fall ist alles, was er so gesagt hat und von sich gegeben hat, alles Quatsch. Ich meine, ihr habt es ja an seiner Reaktion gemerkt, dass das kein seriöses Callcenter sein kann. Also niemand, wer seriös ist, würde so mit den Kunden sprechen und teilweise auch beleidigend werden. Ich meine, ich habe mich ja noch zurückgehalten. Aber naja, ich meine, letztendlich hat er ja auch noch im Vergleich zu dem einen oder anderen noch einen freundlichen Weg gefunden. Oder sagen wir mal zumindest fast freundlichen Weg. Es ist ja doch ein bisschen unter die Gürtellinie gegangen. Zumindest nicht von meiner Seite. Tja, aber so ist es halt. Man kann es nicht ändern. Die Betrüger, die werden auch weiter anrufen. Aber was wir machen können, wir können alle Leute darüber aufklären, dass eben möglichst wenig Menschen auf diese Betrugsmaschen reinfallen. Und was ich machen kann, ist jede Menge Zeit von denen zu stehlen und euch davon zu unterrichten. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt dran, der Daumen nach oben, der darf nicht fehlen. Ansonsten klickt gerne noch auf ein anderes Video. Wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.